Und jetzt kann's losgehen. Korpusbasierte linguistische Recherche und Datenanalyse mit Hilfe von Datenmining. Ja, ich stelle auf unserem Poster ein Projekt vor mit dem Titel Korpusbasierte linguistische Recherche und Analyse mit Hilfe von Data Mining. In diesem Verbundprojekt geht es darum, herauszufinden, ob und inwiefern Data Mining-Verfahren bei der empirischen Sprachanalyse mit großen Textkorpora helfen können. In erster Linie geht es darum, zeitaufwendige Routinearbeiten wie beispielsweise das Aussondern falsch positiver Treffer, das Disambiguieren nach verschiedenen Bedeutungen oder das Auffinden interessanter Treffer teilweise oder vielleicht auch vollständig zu automatisieren. Wir führen dazu Fallstudien in unterschiedlichen linguistischen Teilbereichen durch, nutzen große Korpora verschiedener Korpusanbieter, die auch Projektpartner sind, und nutzen eine frei verfügbare Data Mining Umgebung, für die im Projekt durch den Informatikpartner auch eine Erweiterung für die Korpusanalyse entwickelt wurde. Dankeschön. Vielen Dank. Bitteschön. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, nachdem diese pflichtschuldige Anrede bereits 5 höchst kostbare Sekunden verbraucht hat, will ich versuchen, mich kurz zu fassen. TH Summit, Daria, dank sei euch, wir sind schon da. Wiki, aber schnell, RDF, HTML, XML und TextGrid-Rep kann bei uns schon jeder Depp. SADE Plugins OCR fällt uns überhaupt nicht schwer. W3 DI Collate X, UTF-8, uns schreckt nix. BDN dank DFG, bald Hybrid in WWW und als Printedition Kinderspiel, wir machen's schon. WWU und SUB, Punkt-Absatz, MFG, Neurot, Beutel im Verein. Jetzt fällt mir kein Reim mehr ein. Toll. Bitte schön. Am Anfang, liebes Auditorium, schuf das BMBF das Geld und diese Nachwuchsgruppe. Am nunmehr dritten Tag unserer Hauptphase kann ich natürlich noch nicht darüber berichten, was wir gemacht haben, aber ich möchte einen kurzen Ausblick geben, was wir in den nächsten 4 Jahren planen. Textreuse ist quasi der Prozess des Wiederverwendens von Inhalten. Das können Übersetzungen sein, Zitate, aber auch Paraphrasen. Uns interessiert beispielsweise auch auf die anfängliche Allusion, warum zitieren wir etwas? Wir wollen den Prozess des Reuse verstehen, besser verstehen und dabei dann halt auch entsprechend die Minutiae, quasi die linguistischen Fingerabdrücke, kennenlernen, besser verstehen. Das Ganze tun wir in 3 Richtungen. Einerseits Richtung Manuskripte, andererseits Richtung Übersetzungen, quasi verschiedene kulturelle Räume, aber auch quasi den Einfluss von entsprechenden Faktoren wie Sentiments etc. pp. Vielen Dank. Perfekt. Bitte schön. Ja, hallo, mein Name ist Jochen Laubrock. Ich bin aus der nächsten Nachwuchsgruppe. Zusammen mit Alexander Dunst, der dort hinten sitzt, leite ich die. Und wir haben die Gruppe Hybride Narrativität. Wir forschen in einem interdisziplinären Team das Thema grafische Literatur. Grafische Literatur, was ist das? Ihr seht dort ein Beispiel. Das ist ein faszinierendes und inzwischen durchaus ernstzunehmendes Medium, das durch Kombination von Bild und Text, also wie wir heute Morgen in der Keynote angesprochen, werden wir uns also auch den Bildern beschäftigen, durch Kombination mit Bild und Text sehr dicht Information und Atmosphäre vermitteln kann. Wir wollen herausfinden, wie die Künstler das schaffen, wie eine spezifische Narratologie dieses Mediums entsteht, wie wirken Comics, wie schaffen es Künstler, die Aufmerksamkeit zu lenken, und wir nutzen dazu Blickbewegungsmessungen, fortgeschrittene statistische Analysen, entwickeln ein XML-basiertes Annotationstool für grafische Literatur, das auch Bilderkennung, natürlich OCR, nutzen soll. Und mit diesen Werkzeugen wollen wir dann einen Referenzkorpus annotieren und durch Blickbewegungsmasse anreichern. Okay, Poster Nummer 4. Wie streng das hier zugeht. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, mich zu präsentieren. Unser Projekt ist Relationen im Raum.
Wer sind wir? Wir sind vier Partner aus dem Bereich der Geisteswissenschaften und IT. Was machen wir? Wir bereiten Daten zu historischen Grabmalen jüdischer Friedhöfe einmal aus philologisch-historischer Perspektive auf, zum anderen aus bauhistorischer Fragestellung. Was machen wir damit? Wir visualisieren diese Daten teilweise zu 6000 Einzelobjekten auf Lageplänen, auf SVG, Bilddiagrammen. Warum machen wir das? Wir machen das, um Muster zu erkennen, die wir vorher natürlich noch nicht gekannt haben, um Hypothesen, die wir haben, zu überprüfen und neue Hypothesen zu bilden. Für wen machen wir das? Wir machen das eigentlich für alle, die TI bilden und keine TI benutzen, also einen XML-Standard benutzen und keine Angst vor SVG haben, und laden Sie ein, mehr zu erfahren bei Poster 5, und ich gebe ab an die Nummer 6. Ja, ich darf Sie zum Poster 6 für das Projekt eI-Identity einladen, ein Verbundprojekt mit einer politikwissenschaftlichen Partnerin, Kathleen Kanner, die auch hier ist, und drei linguistischen Standorten, Stuttgart, ich bin selber Jonas Kuhn, Hildesheim, Ulrich Heid, Manfred Stede, Potsdam ist auch hier. Gegenstand, politikwissenschaftlicher Gegenstand ist die Debatte über Kriege, und da haben wir ein Zeitungskorpus über 20 Jahre in drei Sprachen untersucht, und die computerlinguistischen Werkzeuge, die wir dabei für den gesamten Workflow einsetzen, sind dabei eng abgestimmt mit den politologischen Fragestellungen, und wir haben dieses Mal also ein Best-of-Compilation aus diversen Postern gemacht, wo wir unterschiedliche computerlinguistische Techniken demonstrieren und gerne in Dialog treten. Also Zielsetzung ist eben nicht auf Knopfdruck Werkzeuge bereitzustellen, sondern an die tatsächlichen Bedarfe heranzugehen, und das hat in dieser Kooperation sehr gut funktioniert. So, jetzt wird es gegongt. Nummer 7. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich stelle Projekt Nummer 7 vor. Vor 15 Jahren begann ich 3D-Modelle zu erstellen, und zwar deshalb, weil ich neue Publikationsmöglichkeiten für Kaltschrifttafeln, die objektiv sind, suchte und die Möglichkeit zu Kollationen damit anzustellen. Ein Nebeneffekt war die Konservierung, und zum einen, weil in Museen die Sachen kaputt gehen, und der Herr mit dem Vorschlaghammer zeigt uns, weist uns auch eine andere Sache hin. Nebenbei werden auch automatisch diese Umzeichnungen gemacht, die wir traditionell gemacht haben. Jetzt haben wir ein Verbundprojekt, das diese vielen Einzelteile zusammensetzen möchte. 30.000 Puzzlesteine haben wir, und diese sind über verschiedene Museen verteilt. Die Rekonstruktion erfolgt über die Erfassung von Schriftmerkmalen, mit denen wir die Fragmente vorsortieren und dann die zahlenmäßig reduzierten Gruppen in dem cuneiform Analyzer wieder zusammensetzen können. Und Näheres erfahren Sie dort. Ja, guten Tag, ich bin Claudia Müller-Birn, ich komme vom Institut für Informatik der FU Berlin, und ich bin heute hier, um Ihnen ein Tool vorzustellen. Worum geht es da? Es geht dort um semantische, kollaborative Annotation, drei Themen, die wir da bearbeiten. Das erste Thema: Kollaboration. Wie können wir Kollaboration zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ermöglichen im Bereich der Annotation? Wir arbeiten hier mit dem Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte zusammen. Das zweite große Thema ist semantische Annotation. Semantic Web, altes Thema, 20 Jahre alt, immer noch nicht angekommen. Wie können wir semantische Technologien accessible machen für die Masse? Und drittes Thema, das ist auch das Hauptthema, was ich heute hier vorstelle: Wie können wir Hyperreading und Machine Reading besser miteinander verbinden? Momentan existieren vor allen Dingen Tools, die diese beiden Bereiche getrennt voneinander betrachten. Und wie bekommen wir das hin, dass wirklich der Wissenschaftler in seinem Erkenntnisprozess das miteinander verbinden kann an der Stelle? Herzlichen Dank. Bitte schön. Das Projekt Textdatenbank des Wörterbuch des klassischen Maya umfasst sicherlich noch sehr viel mehr als missverstandene Weltuntergangspropheten.
In diesem Projekt möchte man die letzten Geheimnisse der Maya-Schrift analysieren und lösen. Man spricht davon, dass 70% der Maya-Schrift bisher entschlüsselt sind, aber um sowohl kulturelle als auch die schriftlichen Zusammenhänge noch einmal herauszufiltern, wurde dieses Projekt erstellt mit einem digitalen Wörterbuch, um verschiedene Verschriftungstypen der einzelnen Hieroglyphen und die kulturellen Aspekte miteinander zu bringen, wird ein digitales Datennetz erstellt und mit bestimmten Metadatenstandards auch im Bereich des Semantic Webs für die breite Masse bereitgestellt werden. Im Oktober 1870 wurde Fontane als vermeintlicher deutscher Spion in Frankreich verhaftet. Die Erlebnisse seiner Gefangenschaft hat er in einem Notizbuch notiert. Dieses Notizbuch und 66 weitere werden von uns erstmals ediert. Zu den bisherigen Teilausgaben, die es bisher ediert worden sind, unterscheidet sich unser Editionskonzept als Hybrid-Edition und wir edieren die Notizbücher als Notizbücher, das heißt die Notate im Kontext Ihres Notizbuchs. Die Edition fußt auf einem philologischen Konzept, wird aber maßgeblich durch TextGrid und durch digitale Methoden unterstützt. Wenn ich Sie jetzt neugierig gemacht habe auf etwa diese Darstellung in Digitalisat, Handschriftentranskription und edierten Text, dann kommen Sie am besten zu Stand Nummer 10, dann können wir unser Konzept und die Visualisierungsmöglichkeiten Ihnen etwas genauer erläutern. Dankeschön. Ja. Neulich war ich beim Arzt. Manche von Ihnen lachen, es war nicht so lustig. Aber nichts Ernstes. Während er meinen Blutdruck maß, fragte mein Arzt, was machen Sie denn so beruflich? Ich sagte, ich bin digitaler Romanist. Mein Arzt sagte, ach so. Das erforderte wohl eine Erklärung. Ich sagte, wir benutzen Computer, um französische und spanische Literatur zu analysieren. Mein Arzt sagte, warum das denn? Das war einfach. Ich sagte, es gibt einfach viel zu viele literarische Texte, um sie alle selbst zu lesen. Er sagte, ach, das ist ja interessant. Das war ermutigend. Ich sagte, mit innovativen Methoden des maschinellen Lernens arbeiten wir die distinktiven, stilistischen Merkmale verschiedener literarischer Gattungen hinaus, um die Gattungstheorie und die Literaturgeschichte neu zu schreiben. Das war zu viel. Mein Arzt sagte, na dann, gute Besserung. Toll, sehr gut. Super. Ja, mein Name ist nicht Dirk Wintergrün, ich bin Simone Rieger, aber zusammen mit Dirk Wintergrün stelle ich gemeinsam mit unserem Team vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte die Edition Open Access vor. Das ist ein Open Access Publikationssystem, um Monographien herauszubringen. Es ist von Wissenschaftlern für Wissenschaftler entwickelt und über einen Workflow werden wissenschaftliche Manuskripte gemeinsam mit den wissenschaftshistorischen Quellen und Forschungsdaten zugleich in vierfacher Form herausgebracht, zum einen als offen zugängliche Online-Publikation, zum anderen als kostenlos downloadbares PDF oder E-Book und wer dann noch etwas in der Hand haben möchte, gibt es noch einen angehängten Print-on-Demand-Service, um sich das Ganze als Buch herunterzuladen zu einem sehr geringfügigen Preis. Wie das ganze System funktioniert, wie man dabei mitmachen kann, würde ich Ihnen gerne am Poster 12 demonstrieren. Und vielleicht kann ich Ihnen dann auch noch erzählen, warum ich nicht Dirk Wintergrün bin. Danke. Toll. Hier oder da? Bitte schön. Ich bin Malte Gerloff, ich lebe in einer Welt von Metaphern. Ich werde eine operationalisierbare Metaphern-Definition erstellen. Ich werde die analytischen Möglichkeiten der digitalen Philologie erweitern. Ich werde den Gebrauch und die Funktion der Metaphern um 1900 analysieren. Ich bin Alexandra Nunez. Ich lebe in historischen und sprachlichen Diskursen. Ich suche in historischen Textkorpora zum Sozialdarwinismus um 1900 nach bildungs- und wissenschaftspolitischen Deutungsmodellen zu Gesellschaft und Staat.
Ich bin Erik Landodin, ich lebe in einer Welt von Algorithmen. Ich versuche Textphänomene wie Metaphern semi-automatisch zu erkennen. Ich will ein Werkzeug bauen, mit dem Humanities-Forscher solche Phänomene leicht finden und analysieren können. Wir sind Natur und Staat. Wir machen automatische Metapherndetektion. Wir untersuchen den biopolitischen Diskurs des 20. Jahrhunderts. Poster 13. Toll, sehr gut. Ja, ein bekanntes Gesicht. Ich stelle praktischerweise das nächste Poster auch noch vor. KDSL. Das K bedeutet Knowledge. Wissen ist Macht. Wissen ist Power. Das hat sich hier wohl jeder schon gedacht. Das D steht für Discovery in Meeren von Daten. Will man nicht untergehen, kann man erstmal nur knietief drin warten. S wie Scientific, Forscher, die wir alle sind, bauen Werkzeuge und Schiffe und segeln auch mal gegen den Wind. Schließlich L für Literature, Bücher und Publikationen. Wo wären Forscher heute ohne frühere Generationen? Knowledge Discovery in Scientific Literature. Wir erforschen und entwickeln automatische Methoden, um vorhandenes Wissen aus diversen Quellen zu strukturieren, semantische und Metainformationen zu extrahieren und schließlich Wissenschaftler in der Bildungsforschung und in den Humanities und auch Nutzern digitaler Bibliotheken einfach zugänglich zu machen. Besuchen Sie unser Poster 14. Vielen Dank. Mein Name ist Johannes Daxenberger. Ich stelle Ihnen CEDIFOR vor. CEDIFOR ist das Zentrum für die digitale Forschung in den Geistes-, Sozial- und Bildungswissenschaften, ehemals bekannt unter dem Namen Frankfurter eHumanities Zentrum. Da wir aber nicht nur in Frankfurt tätig sind, sondern auch in Darmstadt und im gesamten Rhein-Main-Gebiet sowie national und international, haben wir uns einen neuen Namen gegeben. Unser Ziel ist es dabei, als Partner für innovative Digital Humanities Projekte nachhaltig und zuverlässig zu wirken. Ein paar rein zufällig ausgewählte Forschungsfragen, die wir behandeln möchten, sind zum Beispiel: Sprechen depressive Menschen mehr über sich selbst? Kann oder wie kann man Metaphern automatisch klassifizieren? Oder kann ich archiviertes Material nach Text und Bild durchsuchen? Wenn Sie das wissen möchten oder selbst ein spannendes Digital Humanities Projekt vor Augen haben, dann kommen Sie am besten direkt bei unserem Poster vorbei. Danke. Sehr gut. Danke. Und ich habe noch ein Poster und noch ein wunderschönes Akronym, IFES. IFES steht für adaptive Informationsaufbereitung aus heterogenen Quellen. Stellen Sie sich vor, Sie müssen nicht auf Spiegel Online, Zeit Online und Tagesschau.de gehen, sondern nur noch ein Dossier lesen, um auf den aktuellsten Nachrichtenstand zu kommen. Stellen Sie sich vor, Sie müssten statt einem Sammelband mit 20 Kapiteln nur noch ein Kapitel lesen, ohne wirklich Informationen zu verlieren. Und stellen Sie sich vor, ein System, das das leistet, lernt von professionellen Redakteuren und Journalisten. Sie glauben, das ist unmöglich? Haben Sie es ausprobiert? Wir möchten es ausprobieren. Und zwar mit der gesamten geballten wissenschaftlichen Power von 11 Doktoranden, 8 PIs und 13 weiteren Wissenschaftlern. IFES ist ein Graduiertenkolleg und wenn Sie mehr wissen möchten, was wir planen und wie wir dieses Vorhaben umsetzen wollen, dann kommen Sie am Poster mit der Nummer 15, glaube ich, vorbei. Dankeschön. Heft 16. Guten Tag, mein Name ist Tanja Schmidt, ich bin Soziologin und ich habe in meinem Leben noch nie geslammt und Poster schon gar nicht. Ich habe mal gepitcht, Drehbücher gepitcht. Das geht so, man schreibt die Protagonistinnen erstmal. Frau A sitzt in Berlin, Frau B in Göttingen. Sie forschen zusammen über sozioökonomische Zusammenhänge, wie leben Menschen in diesem Lande. Frau C sitzt dann noch in München. Alle drei haben das gleiche Ziel, nur es gibt Treffen, man bespricht sich, man hat Diskussionen, welche Altersgruppen nehmen wir, welche Kohorten trennen wir ab, welche Berufsbezeichnungen fassen wir zusammen und so weiter. Am Ende entscheiden wir uns für irgendwas und schmeißen es dreimal um. Wie können wir am besten zusammen elektronisch austauschen und uns sozusagen abstimmen. Dafür haben wir die virtuelle Forschungsumgebung gefunden bekommen, noch 9 Sekunden. Das heißt, wir haben diese Forschungsumgebung nun bekommen und fangen an, damit zu arbeiten, nämlich sozioökonomische Berichterstattung zu erstellen.
Und wenn Sie das Poster 17 besuchen, werden Sie den Rest erfahren. Danke. Ja, mein Name ist Bastian Entrup und ich darf Ihnen heute das Poster 18 ans Herz legen, das Poster des GeoBib-Projekts. GeoBib steht für frühe deutsch- bzw. polnischsprachige Holocaust- und Lagerliteratur 1933 bis 1949, annotierte und georeferenzierte Online-Bibliografie zur Erforschung von Erinnerungsnarrativen, kurz GeoBib. Das entstehende Portal soll zum Abschluss des Projektes Mitte diesen Jahres die Möglichkeit bieten, nach bibliografischen Daten, biografischen Daten von Autoren sowie geografischen Daten von handlungsrelevanten Orten aus den frühen Holocaust-Texten zu suchen und zu filtern. Weitere Informationen dazu erhalten Sie am Poster 18. Dankeschön. Durch vielerlei Initiativen wird seit ca. 20, 25 Jahren das Thema der Veränderung von Publikationsdesigns im Kontext digitaler Technologien bearbeitet. Auffällig häufig agieren diese Initiativen dabei in einer primär informationstechnologischen Logik oder sind experimenteller Natur oder aber sie fokussieren auf politische, medien- und kulturwissenschaftliche Fragestellungen. In meinem Poster mit der Nummer 19 steht nicht drin. Plädiere ich für eine integrative Perspektive auf digitale Publikation, die es ermöglichen soll, epistemische und soziale Fragen über die Ressource Wissen sowie implementierungsrelevante Perspektiven parallel zu entwickeln. Ich deute an, warum ich das Feld der sogenannten Multimodal Analysis für diesen Zweck ganz besonders geeignet halte. Vielen Dank. Hallo, mein Name ist Rolf Badeli und ich repräsentiere das BMBF-Projekt AUVIS, in dem es unter anderem darum geht, dass Geisteswissenschaftler, die sich mit audiovisuellen Medien beschäftigen, weniger Zeit mit der Annotation von Daten beschäftigen sollen und mehr Zeit mit dem Forschen. Und wie die Geschichte von Humanities Guy und Computer Guy weitergeht, können Sie sich dann sehr gerne bei uns an Poster Nummer 20 angucken. Guten Tag, Halapaz Viktoria ist mein Name. Ich darf heute das SlavaComp-Projekt vorstellen. SlavaComp, computergestützte Untersuchung von Variabilität im Kirchenslawischen. Das Projekt untersucht am Beispiel der griechisch-kirchenslawischen Übersetzungen und kirchenslawischer Originaltexte im ost- und südosteuropäischen Raum exemplarisch diachrone und regionale Differenzierungen der Sprache kirchenslawisch zwischen 10. und 16. Jahrhundert. Kirchenslawisch, ganz einfach ausgedruckt, ist Vorstufe der heutigen slawischen Sprachen. Unser Ziel ist es, mit Hilfe der Computertechnologie ein zweisprachiges griechisch-kirchenslawisches Online-Wörterbuch für die Erforschung grafischer Variabilität zu entwickeln. Quellen dienen überwiegend edierte, digital vorhandene griechisch-slawische mittelalterliche Glossare, daneben einsprachige Formenverzeichnisse und Editionen kirchenslawischen Texte. Poster 21. Bitte schön. Mal gucken, ob das funktioniert. Jetzt. Ja. Yeah. Okay, Ziel des Projekts Heuriclea ist die Entwicklung einer digitalen Heuristik. Darunter verstehen wir ein Funktionsmodul, das durch automatische Annotationsvorschläge den literaturwissenschaftlichen Nutzer bei der Analyse temporaler Textstrukturen unterstützt. Dafür wird im ersten Schritt ein kleines Textkorpus kollaborativ und manuell annotiert. CLEA steht dementsprechend für Collaborative Literature Exploration and Annotation. Der Akzent auf dem E ist dabei lediglich so etwas wie ein Inside-Joke und soll auf die Probleme verweisen, die diakritische Zeichen im Rahmen automatischer Sprachverarbeitung darstellen. Aha! Im nächsten Schritt werden dann die so generierten Metadaten mithilfe regelbasierter Verfahren und Machine Learning-Ansätzen analysiert und reproduziert. Und im letzten Schritt wird das Modul zur freien Nutzbarkeit in die Textanalyseplattform CADMA integriert. Posterstand 22, da erzähle ich dann gerne auch was über erste Ergebnisse und anfängliche Probleme. Das
In meiner Überlieferung des Textes steht hier darum, wenn du ihm den Pfeil auszeugst als Balde, so läuft das Blut einem Maß von allen Enden zu der Wunde. Bei mir steht hier aber, du Ruhme, wann du ihn denn also bald auszuhießt, so läufe das Blut hindene und vorne aus, also eine Rohre. Klingt ganz anders, ist aber dieselbe Textstelle. Darum, Darume, auszeugst, ausziehst, sind dieselben Wortformen, aber völlig anders geschrieben. So, und nun suchen wir diese Textstelle noch in den anderen 8 Überlieferungen und stellen diese dann als Synopse nebeneinander dar. Oh je, und das für mehr als 200 Kapitel. Viele von Ihnen werden es kennen. Man bearbeitet einen großen Text mit mehreren Überlieferungen und interessiert sich für Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Damit man nicht Wort um Wort manuell abgleichen muss, um sie zu finden, entwickeln wir im Projekt SADA Werkzeuge, die Ihnen diese aufwendige Arbeit abnehmen und zur Zeit für die inhaltliche spannende Analyse der Unterschiede geben. Wir freuen uns auf Sie und spannende Diskussion am Poster 23. Danke. Sehr schön. Ja, guten Tag, mein Name ist Isabella Reger, ich bin von der Uni Würzburg vom Lehrstuhl für Computerphilologie und mein Poster Nummer 24 stellt Kallimachos vor, ein BMBF-gefördertes Zentrum, das an der UB Würzburg angesiedelt ist. Und neben unserem Lehrstuhl und der UB sind weitere Partner von der Informatik in Würzburg und verschiedenen geisteswissenschaftlichen Lehrstühlen in Würzburg und auch aus Kaiserslautern und Erlangen mit an Bord. Und das Zentrum befasst sich mit digitaler Edition, angefangen von OCR und quantitativer Textanalyse. Und als Kompetenzzentrum wollen wir auch gewonnenes Wissen und Methoden sowie prototypische Arbeitsabläufe in Form von Tutorials für die Forschergemeinde bereitstellen und für alle, die es interessiert. Und alle, die es interessiert, dürfen mich gerne am Poster besuchen. Toll. Danke. Bitte schön. Ich muss mich kurz verkleiden. Wo sind meine Folien? Okay, dann mache ich es so. Also, sind die hier? Gut, dann mache ich es frei. Keine Verkleidung. Kai-Christian Brun ist mein Name vom Projekt Inschriften im Bezugssystem des Raumes. Friedhof Schwarz ist mit uns unter uns. Wir präsentieren die Ergebnisse unseres Projekts aus den letzten 3 Jahren, des vom BMBF geförderten Projekts Inschriften im Bezugssystem des Raumes, Akademie in Mainz und Hochschule Mainz, ein 3D-Erfassungswerkzeug mit gleichzeitigem semantischen Annotator, ist funktionabel und wie das funktioniert, das zeigen wir gerne in unserem Poster 25. Ich habe 2-mal geheiratet in England. Das erste Mal habe ich mein Hemd in Deutschland vergessen. Das zweite Mal habe ich meine Schuhe in Deutschland vergessen. Der USB-Stick mit meiner Folie steckt im Fernsehen bei meiner Freundin. Trotzdem, Münzen eignet sich hervorragend als Gegenstand für Datenmodellierung und Linked Open Data. Ihre Kerndaten sind relativ einfach, ein wenig wie bei Büchern, Autor, Jahr, Erscheinungsort. Darüber hinaus sind sie Massenware. Die 5 größten Münzsammlungen der Welt umfassen zusammen mehr als 3 Millionen Objekte. Das Projekt numisme.org stellt zur Verfügung die Ressourcen, diese Münzen für Linked Open Data und Semantic Web zugänglich zu machen, zum Beispiel URIs und eine Ontologie. Die Partner von European Coin Find Network halten enorme, aber disparate Datenbestände zu Münzen als archäologische Funde und wir wollen versuchen, mit den Werkzeugen von numisme.org die Verbreitung dieser Münzen zwischen Irland und der Ukraine zu erkunden. Hallo, ich müsste. Ich stelle Revistas Culturales dos Cero vor. Was ist das? Es handelt sich um eine virtuelle Forschungsumgebung, die etabliert wurde am Institut für Spanien, Portugal und Lateinamerika-Forschung der Universität Augsburg. Zentral ist aber auch der Bezug und auf Digitalisate, die im einem laufenden Digitalisierungsprojekt des IAIs digitalisiert werden.
Was kann das Portal bereits? Es liefert erstens die Möglichkeit zur Annotation der Digitalisate mit Hilfe vorstrukturierter Eingabemasken. Es liefert dann weiterhin einen systematischen Überblick über die Forschung durch Fachbibliografien, die dann auch entsprechend visualisiert sind. Und in der Zukunft, was will das Portal? Smarter and bigger data, smarter data, indem wir versuchen, korpusspezifische Tools zu entwickeln, die vor allem eben Text-Bild-Relationen auch untersuchen können, die in den Zeitschriften besonders wichtig sind. Bigger, wir wollen natürlich unsere Kooperationen ausweiten, uns zusätzlich vernetzen und eben die Forscher-Community vergrößern, die daran teilnimmt. Gut, willkommen am Stand 27. Wo Sie wollen, wo Sie wollen. Okay. Okay. Big Data, Little Data, No Data. Damit die Geisteswissenschaften am Ende nicht ohne Daten dastehen, brauchen Sie ein verlässliches geisteswissenschaftliches Forschungsdatenzentrum. Wir sind hier vom Projekt Humanities Data Center, Ulrike Wuttke, Claudia Engelhardt. Das Projekt Humanities Data Center ist ein Göttinger-Berliner Verbundprojekt mit dem Ziel, ein genau solches geisteswissenschaftliches Forschungsdatenzentrum zu errichten. Unser Poster konzentriert sich auf einen Aspekt davon, nämlich die Angebotsdefinition, die natürlich ausgehen muss von den Anforderungen der Wissenschaft. Nun konnten wir aber unmöglich die ganze Vielfalt der Geisteswissenschaften auf einen Schlag berücksichtigen und deshalb haben wir uns dabei auf ausgewählte Beispiele erstmal konzentriert, die wir Forschungsdatentypen nennen. Zwei davon stellen wir auf unserem Poster vor, nämlich digitale Edition und interaktive Virtualisierung und erzählen dann gerne auch mehr am Poster 28. Schauen Sie vorbei. Toll, sehr schön. Bitte schön. Ja. Jetzt, ja. Im Goethesaal. Italien ist ein hübsches Land, wie es auch schon der Herr Goethe fand. Drum fuhr er nach Rom und ließ sich vom Strom der singenden, klingenden, malenden, prahlenden und noch viel mehr Experten zum Bildungsbürger härten. Sie schauten Tizian und lasen Homer und mit ihm fuhren immer mehr ins schöne Land am Salzgen Meer. Und wie der Tiber strömte Wissen durch Gruppen und Klassen, das will ich nun fassen. Durch Clustering und Modeling in XML und TEI. Und dann kommt der ganze Brei in ein Modell und wird dann schnell ganz visuell. Und damit ja, dann hoffe ich, die hübschen langen Reisbericht mal anders zu lesen, als wie es gewesen die letzten 100 Jahre. Super, danke. Im Projekt Ecodecology werden mittelalterliche Handschriften, von denen viele längst vergessen, mit Algorithmen neu vermessen. Und wer wissen möchte, wie wir das machen, warum wir das machen und was wir genau machen, der kommt zu unserem Poster an Stand 31. Vor allem, wer sich nicht von dem Tippfehler hat abschrecken lassen. Super, danke. O Poetik, voll von Lehren der Dichtkunst, Theoriegebäuden, Diskursgespinst. Heute widmen wir dir ein Gedicht und zeigen, wie du digital an Bedeutung gewinnst. Wir finden in dir antike Gedanken, Aristoteles und Quintilian. Deine Autoren sind es, O Poetik, die an sie anknüpfen, sie nicht nur bewahren, nein, sie knüpfen weiter, auch untereinander, verweisen, verwerfen und greifen auf, bewerten an Beispielen Literatur, so nehmen Diskurse in dir ihren Lauf. Das zeichnen wir aus, dieses Netz an Bezügen, verlinken die Quellen und analysieren, wie sie sich rund um die Begriffe fügen. Das ist jedoch gar nicht leicht zu annotieren, etwa zur Metapher. Die Folie zeigt es, Quintilian dient als Quelle der Explikation. Doch es fehlt der Verweis auf den römischen Rhetor, weil er dacht wohl, der Leser erkennt ihn schon. Goethes Faust, hier falsch zitiert, dort Gänsefüßchen, ignoriert. Ey Poetik, wie könnten wir schalten und walten, würdest auch du dich an Regeln halten. Das war's schon. Michael Bender heiße ich. Mehr zur Dichtkunst bei Poster 32. Toll. Bitte schön. Ja, ich grüße Sie. Mein Name. Geht auch so. So, mein Name ist Michael Kleineberg. Ich komme von der Humboldt-Universität
und möchte Ihnen kurz unser DFG-Projekt Future Publications in the Humanities vorstellen, was sehr schön an die letzte Keynote anschließt thematisch. Natürlich, uns geht es um digitale Publikationsszenarien in den Geisteswissenschaften vor dem Hintergrund der digitalen Transformation. Und wir, was heute auch schon sehr deutlich geworden ist, sind der Meinung, dass sowas nur im Dialog stattfinden kann zwischen Infrastrukturentwickler und geistwissenschaftlichen Autoren der unterschiedlichen Fachrichtung. Wir sind angesiedelt an der Universitätsbibliothek, vertreten also die Infrastrukturperspektive und haben uns die Mühe gemacht, etwa 25 Autoren unterschiedlicher Geisteswissenschaften-Fachrichtungen in Experteninterviews von einiger Dauer zu interviewen. Und Sie sehen hier einige Stichpunkte, die hier eine Rolle spielen, insbesondere die Poster 33. Dankeschön. Hier oder Mikrofon. Da. See. Selten ist die Anwendung von Methoden der Netzwerkanalyse in den Digital Humanities nicht unbedingt. Nee. Neuer ist schon der Ansatz, nicht nur soziale Strukturen, sondern auch Semantiken in das gleiche Netzwerkmodell zu fassen. Re. Recht spannend ist dann die Frage, ob das auf Jahrtausende alte religionshistorische Korpora anzuwenden gelingt. Co. Kommen Sie zu Poster 34, um sich über die Ergebnisse dieses Versuchs persönlich unterrichten zu lassen. Senerego 34, wir freuen uns auf Sie. Hallo, mein Name ist Jörg. Auf meinem T-Shirt seht ihr Michonne von der Fernsehserie The Walking Dead. Wenn ihr wissen wollt, was The Walking Dead mit digitaler Geschichtswissenschaft zu tun hat, kommt zu Poster 35. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Hallo, mein Name ist Jens Dirkes und ich repräsentiere die Göttingen E-Research Alliance, die ein Verbund ist aus der Universität Göttingen, der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen und der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung. Und wir haben unsere Arbeit letztes Jahr im Oktober aufgenommen und wir möchten den Campus, alle angesiedelten Institute, darin unterstützen, das digitale Arbeiten, im digitalen Arbeiten Synergien zu finden und auszunutzen. Und das über den Campus und die Disziplinen hinweg. Und wenn Sie Interesse daran haben, wie wir das institutionell, konzeptorisch und tatsächlich in die Realität umsetzen, dann können Sie uns mich sehr gerne am Poster 36 besuchen. Dankeschön. Toll, sehr gut. Bitte schön. Was bringt Linguisten, Informatiker und Politikwissenschaftler zusammen? Im WIS-AGIO-Projekt entwickeln wir tatsächlich ein Messinstrument für Deliberation. Deliberation ist ein theoretisches Konzept, das wir automatisiert messen wollen. Warum machen wir das? Deliberation ist eben relevant, weil wir damit Argumentationsstrukturen in politischen Debatten verstehen und erklären wollen. Wie zum Beispiel das Argument von gerade eben, das ich mit weil eingeführt habe. Wie zeigen wir diese Argumentationsstruktur? Wir nutzen vor allem Visualisierungen. Hier auf der Folie zeigen wir dieses Gespräch. Auf dem Poster schauen wir uns das Schlichtungsverfahren zu Stuttgart 21 näher an. Zu dem Poster kommst du auch, nicht wahr? Ja klar, ich mache es selbstverständlich, wie viele andere hier, und komme zum Poster 38. Bei unserem Projekt Vernetzte Korrespondenzen stehen Briefwechsel deutschsprachiger Schriftsteller im Mittelpunkt, die ins Exil, die durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten ins Exil gezwungen wurden. Hier mal ein Beispiel für so einen Brief. Lieber Herr Krakauer, schön, also lassen wir die Holländer beiseite. In Österreich käme nur Solnay in Betracht, den ich gut kenne und von dem ich genau weiß, dass er sowohl wegen der politischen Lage in Wien und der Rücksicht und aus Rücksicht auf Deutschland das Buch nie nehmen würde. Also jemand mehr kommender Personen, Orte, Werke, Periodika vor. Was wir zusätzlich noch machen, ist eine thematische Auszeichnung. Und natürlich nehmen wir auch die Metadaten der Briefe, also wie Absender, Empfänger und Schreiborte dazu. Und falls Sie interessiert, wie man diese Informationen zur Visualisierung eines Korrespondenznetzwerks nutzen kann, dann können Sie gerne bei unserem Poster vorbeischauen. Vielen Dank. Sehr schön. Bitte schön.
Am Institut für deutsche Sprache in Mannheim wird ein Projekt namens Korpusgrammatik durchgeführt. Und bei diesem Projekt werden Variationsphänomene der deutschen Sprache korpusbasiert untersucht. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Variation der Genitivmarkierung. Also wann sagen wir des Irakes, wann des Iraks und wann des Irak. Für dieses Projekt haben wir eine Schnittstelle geschaffen, über die sehr komod statistische Analysen und Vergleiche von Korpusrecherchen durchgeführt werden können, die natürlich zuerst der Vereinfachung der linguistischen Arbeit dient, darüber hinaus aber standardisierend wirkt, insofern sie festlegt, was für Analysen überhaupt standardmäßig für alle Phänomene durchzuführen sind. Und weil natürlich die Diskussion darum, was zu diesem methodischen Standard gehören soll und was nicht, noch läuft, ist die Arbeit Work in Progress, wie Isabella Dreier insgesamt. Toll, danke. Ja, schönes Beispiel für Mensch-Maschine-Interaggression. Ja, mein Name ist Ben Kahn und wir haben ein Poster zusammengestellt, was ein bisschen friedliebender ist als das, aber das Gefühl kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie spät nachts sehen, dass die Technologie, die Sie benutzen, nicht so gut funktioniert. Wir haben uns mit Usability beschäftigt im Rahmen von TextGrid in einem Workshop. Usability ist eigentlich so eins der Basis-Erfolgskriterien für virtuelle Forschungsumgebung, das vorhin leider nicht genannt wurde, denn nur wenn eine VFU nutzbar ist, kann sie auch erfolgreich sein. Wir haben das in einem Workshop differenziert mit Experten und die Ergebnisse stellen wir vor. Kurz drei Punkte vielleicht. Der erste, man muss realisieren, dass Nutzungsfreundlichkeit bei der Infrastruktur- und Toolentwicklung auf einer Ebene steht mit der Funktionalitätsentwicklung. Usability ist ein immerwährender Prozess, das ist nicht abgeschlossen. Und Anwender und Entwickler, das ist ganz wichtig, sind im Bereich Usability oder auch generell auf einer Ebene und als Partner unterwegs. Poster 41, vielen Dank. Okay, bitteschön. Barbara Fischer, Anja Müller, wir sind eine Hälfte des Veranstalterteams von Coding Da Vinci, dem Kulturdaten-Hackathon. Und da wir am Stand 42 stehen, haben wir natürlich alle Antworten auf Ihre Fragen. Und wir hoffen, Sie kommen, um sie uns zahlreich zu stellen. Ansonsten können Sie bei einem Kulturdaten-Hackathon erleben, was passiert, wenn kreative Datenliebhaberinnen auf offene Kulturdatensets von 16 Kulturinstitutionen und auch von Forschungseinrichtungen treffen, nämlich 2014 17 neue Anwendungen, unter anderem auch für die Digital Humanities. Ja, wir sind sozusagen diejenigen, die mit ihren Daten etwas machen, beziehungsweise die Coder und Entwickler, die zu dem Hackathon Coding Da Vinci kommen. Letztes Jahr hatten wir 5 Gewinner. Wir sind sehr gespannt, was dieses Jahr rauskommt. Und wer uns seine Daten geben will, kommt bitte zur Poster Nummer 42. Dort gibt es auch die Datentankstelle. Dankeschön. Cool. Sehr schön. Zeit. Hier. Schön. Schalten wir nochmal rein. Enter. Ja. Ja, das vom Herder-Institut koordinierte Verbundprojekt beschäftigt sich mit der 3D-Rekonstruktion vom zerstörten Kulturerbe. Am Beispiel von Barockschlössern in Ostpreußen. Wir rekonstruieren sie, es geht aber vielmehr um die semantische Datenmodellierung im Hintergrund und um Einführung einer virtuellen Forschungsumgebung für 3D-Rekonstruktionen. Sie sehen hier einen Einblick in unsere Forschungsumgebung. Thema sind die semantischen Relationen, kontrollierte Vokabulare, als auch Visualisierung und Vermittlung. Das Ganze ist auch öffentlichkeitswirksam und soll dann auch entwickelt werden als ein Prototyp für ein virtuelles Museum. Hier sehen Sie das webbasierte Exemplar. Wir sind in der Mitte des Projektes, es ist ein Leibniz-Projekt und wir freuen uns dann mit Ihnen in Kontakt zu treten am Posterstand 43. Wir haben auch hier schöne Flyer mitgebracht und ja, würden uns freuen, mit Ihnen uns auszutauschen. Vielen Dank. Ich bin sehr happy.
Mein Name ist Christoph Schindler, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung und lade Sie gern herzlich zum Poster E-Humanities in der Bildungsforschung ein. Unter E-Humanities verstehen wir eben, Potenziale der Digitalisierung aufzugreifen für eine konkret geisteswissenschaftlich und qualitativ orientierte Bildungsforschung mit dem Wissen, dass es dort auch Grenzen gibt. Daher eben die drei Felder, die wir zentral bearbeiten, zum einen eben die Bildungsforschung selbst einzubeziehen, zum anderen Infrastruktur und Werkzeuge und der dritte Bereich ist eben eine informationsbezogene Forschung und Entwicklung. Schwerpunktaktivitäten ist seit Ende der 90er Jahre die Digitalisierung und Aufbereitung von Forschungsdaten, speziell in der historischen Bildungsforschung, jüngst auch stärker in der qualitativen Bildungsforschung. Um tiefer in den Forschungsprozess einzusteigen, entwickeln wir eine semantische Forschungsumgebung und das Ganze begleiten wir mit detaillierten Informationsstudien. Ich würde mich freuen, Sie am Poster begrüßen zu können und im Detail über die einzelnen Aspekte zu sprechen. Danke. Alles okay. Von Schwerin vom Deutschen Archäologischen Institut. In der Archäologie kommt es häufig vor, dass mehrere Teams in unterschiedlichen Ländern sitzen und die Funde einer Ruinenstätte untersuchen, die nicht nur an der Fundstätte selbst, sondern in verschiedenen Museen und Archiven in der ganzen Welt verteilt sind und unterschiedlich dokumentiert sind. Unser Traum ist es, ein System zu schaffen, in dem all diese Daten virtuell zusammengeführt werden und in dem wir alle gleichzeitig arbeiten können. Das Projekt MyArc 3D entwickelt eine solche webbasierte Plattform, die unterschiedliche Daten in einem dreidimensionalen geografischen Informationssystem virtuell zusammenführt und neue Analysewerkzeuge zur Verfügung stellt. Projektpartner sind das Institut für Geowissenschaften an der Universität Heidelberg und das Deutsche Archäologische Institut. Am Beispiel der Weltkulturerbestätte Copan, einem Zentrum der Maya-Kultur in Honduras, bietet das System die Visualisierung und Analyse von Architektur-, Stadt- und Landschaftsmodellen. Diese können mit Sach- und Bilddaten abgefragt werden. Das System ist auf andere archäologischen Stätten übertragbar und öffnet neue Möglichkeiten für internationale kollaborative Forschung. Poster 45. Danke. Schön. Danke. Ist das hier? Nein, ich habe meine eingereicht. Okay. Dann mache ich so, das ist auch gut. Guten Tag, mein Name ist Timo Homburg und ich möchte Ihnen auf Poster 46 meine Master-Thesis präsentieren. Leider ist die Folie nicht eingereicht worden, scheinbar, das hat nicht geklappt, aber Sie können sich das viel besser auf meinem Poster angucken. Und zwar geht es darum, dass wir Worte segmentieren wollen in der Keilschrift, die keine Leerzeichen zwischen den Worten hat. Und dafür bedienen wir uns Algorithmen, die im Chinesischen gut funktionieren, da diese 30 Jahre Forschung in der Worttrennung haben. Das heißt, Sie werden auf dem Poster sehen, wie man Worte trennen kann, regelbasiert, wörterbuchbasiert und Machine Learning basiert. Sie werden sehen, wie man das evaluieren kann anhand schon segmentierter Texte und Sie werden sehen, wie gut wir dabei schon sind. Und Sie können auch ein kleines GUI-Tool zumindest im Bild sehen, wo man sehen kann, wie etwas gut funktioniert, wo noch Segmentierungen fehlen. Und Sie werden einen Ausblick bekommen, wie man das eventuell noch verbessern kann. Poster 46, vielen Dank. Sehr schön. Bitte schön. Hi. Wir haben eMosaic entwickelt. Das ist ein Online-Tool, welches Emotionen aus Texten erkennt und in Farben umwandelt. Und die Farben können dann in verschiedenen interaktiven Visualisierungen benutzt werden, um die Emotionen auch weiter zu analysieren. Die Basis-Emotionen Love, Joy und Surprise werden zum Beispiel dann eher rötlich, wobei Love rot ist. Anger, Sadness und Fear werden eher kühler und dunkler. Das Ganze vielleicht mal im Analysebeispiel, Moby Dick, das erste Kapitel, in dem es um die Sehnsucht geht, zur See zu fahren, ergibt dieses Emotionsmosaik. Wenn wir mal alle gelblich-grünen Wörter extrahieren, wie zum Beispiel Exercise oder Curiosity, können die zwar nicht durch Basisemotionen beschrieben werden, dafür aber durch die Farbmischung der Nachbarwörter. Zum Beispiel erkennt man, dass die genau im Farbzentrum liegen zwischen Desire, Action und Superman. Alles Wörter, die so nicht vorkommen, im Text aber trotzdem gut zur Aufbruchsstimmung passen. Ja, eMosaic ist online und kann von Ihnen benutzt werden, auch mit eigenen Texten. Dankeschön. Sehr gut. Das ist richtig so. Hallo, mein Name ist Alexander Dittus und ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht von einem Glas aus dem 18. Jahrhundert, das graviert wurde und Sie sehen ganz schön an der Gravur, Sie sehen es jetzt nicht an der Gravur,
Wenn Sie das sehen wollen würden mit dieser Gravur, dann bräuchten Sie eine schwarze Kugel, eine Lampe, eine Kamera, einen Laptop und ein bisschen was von meinem Poster. Das finden Sie unten in der Lobby. Dankeschön. Poster 49 im Foyer. Hallo, mein Name ist Dennis Mischke vom Institut für Amerikanistik der Universität Stuttgart. Mein Poster erzählt Ihnen etwas über eines der ersten Genres der amerikanischen Literatur, und zwar sogenannte Captivity Narratives. Das sind Erzählungen über Gefangenschaften von Siedlern in Amerika, die von Native Americans gefangen genommen wurden. Das Thema ist eigentlich relativ ausgeforscht in der Amerikanistik. Wir wollen dem aber mit DH-Tools nochmal etwas zu Leib rücken, und genau genommen wollen wir kartografieren, wie sich die Gefangenen bewegt haben und darüber erzählt haben. Das wollen wir den Daria Geo-Browser benutzen und TextGrid. Und das Ganze soll helfen zu verstehen, wie sich Ideen verbreiten im kolonialen Kontext. Genau, mehr dazu Poster 50, und ich verspreche, ich nehme keine Gefangenen. Guten Tag, mein Name ist Martin Fechner. Ich stelle die Data-Adaptation vor. Wir haben heute Morgen gehört, wir sollen neben Forschung Daten sammeln und publizieren, auch selbst forschen. Wer jetzt so ein bisschen in seiner Forschung verloren ist oder eine schöne Grafik hat, eine Visualisierung, aber nicht weiß, wie er die interpretieren soll, dazu gibt es hier an dem Poster 51 eine Orientierung in 6 Schritten, die das ein bisschen aufdröselt, um die Probleme zu lösen, basierend auf der Forschungsfrage auch wirklich zu Ergebnissen zu kommen. Wer mehr dazu wissen will, am Poster 21, links neben dem Kamin. Danke. Wie geht das weiter automatisch? Nein, Sie müssen da schalten. Ne? Mein Name ist Sascha Förster und ich bin hier für das Projekt Nachkriegskinder. Das war eine Studie, die von 52 bis 61 stattgefunden hat, und die habe ich als studentische Hilfskraft vor 4 Jahren am Institut für Psychologie kennengelernt. Damals wurden 4.800 Kinder umfangreich während 10 Jahre untersucht. Diese Akten sind wiedergefunden worden von damals. Das waren medizinisch-psychologische Untersuchungen an 6 Standorten. Die sind auf der Karte angezeichnet. Und damals war die Frage, wie geht es dieser Generation? Kann die überhaupt mit den wirtschaftlichen Anforderungen mithalten? Damals die Akten wurden mit Lochkarten digitalisiert und auch nur das, was quantifizierbar ist. Und jetzt war die Frage, kann man diese Studie reaktivieren? Da habe ich dem Professor erzählt, klar kann man das machen. Man könnte zum Beispiel ein Crowdfunding machen und das Ganze mit Blogs und Social Media Open Access begleiten, alle Akten oder alle Formate dort darstellen. Man muss natürlich den Datenschutz beachten, weil es sich um sehr heikle Personendaten handelt. Man könnte freie Software entwickeln, mit denen man diese Anfragen bei den Einwohnermeldeämtern automatisieren könnte. Und als nächsten Schritt könnte man ein Crowdsourcing machen. Die Datenbank ist fertig. Die Ergebnisse, eine Sekunde, sieht man wie folgt. Dort sind die Nachkriegskinder, und die Hälfte der Leute habe ich jetzt wiedergefunden. Wie es weitergeht, erfahren Sie am Poster 52. Der Poster-Slam ist beendet.
Beifall für die neuartigen Inszenierungen, die Möglichkeiten des Poster Slams bieten, muss man allen Beteiligten schulden. Wir sollten Ihnen nochmals eigens Beifall zollen. Applaus